So, da sind wir zur nächsten Folge und wir wollen Fafnir befreien. Ich muss damit halt wirklich warten. Ich muss damit wirklich warten. Alter, hörst du auf mich zu schlagen, du blöde Bitch? So, haben wir die erstmal weg, ey. Nee, nein, nein. So, wo ist denn der andere? Die waren doch zu zweit, die Freunde. Komm hier. So. Blöde Schweine. Ja. Hier haben wir auch noch großes Leben. Meine Axt, gib her. Danke. So, jetzt aber. Komm. Befrei Fafnir. Dies kommt da. Sieht mega krass aus, Fafnir. Brilliant Scale of the Chained. Moderate Perk Activation Chance to grant a Blessing of Runic when using a Runic Attack. The Flight of Fafnir. Dragon Favor complete. Und ich habe eine Drachenträne bekommen. Zwei von drei Drachen befreit. Sehr schön. So. Jetzt kann ich mich auch erstmal so ein bisschen hier in Ruhe nochmal umgucken. Fafnir was a Dwarf. One of the sons of Ivaldi, according to Mimir, but he was very greedy and his greed turned him into a dragon. It sounds ridiculous, but I saw him with my own eyes. He was a dragon. I wonder if it was painful to turn from dwarf to dragon. How long did it take? I had a bunch of questions for him, but he flew off before I could ask any. Ja, so ist das meist. Er will dann bloß in Ruhe leben. Falcons sind so. Nee, wir machen wieder die Krähen, auch wenn die einen relativ langen Cooldown haben. Aber die finde ich recht geil.
Ist einfach nur krass, das sah die ganze Zeit so aus, als ob das mega krass leuchtet. So, haben wir diesen Quälgeist befreit. Hat mich ja gar keine Nerven gekostet oder so. Nein, nein. Hier, das habe ich zwar freigeräumt, aber hier gab es ja nichts weiter. Oder. Ach doch, die Kiste gab es ja. The Chest. Hier ist das Riff. Da ist ein Boot und hier ist ein Boot. Das ist natürlich sehr interessant. Ich habe ja jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich habe leider nicht mehr genau eine Ahnung, ob wir schon hier überall nochmal lang gekurvt sind. Was ist denn das? Fight, ein Realm Tear Encounter. Wie gesagt, ich habe leider keine Ahnung, ob wir da schon alles abgeklappert hatten oder nicht. Das Boat Dog Mason's Channel. Shop Council of the Valkyries, den gibt's. Den habe ich noch nicht freigeschaltet. Keine Travel to this jetzt. Ich kann zu vielen noch nicht traveln, da muss ich erst noch irgendwas freischalten. Hier, das Wasser wird ja sowieso für sich sein. Ich setze einfach mal meine Reise fort. Wir waren auf jeden Fall da im Storeroom. Ich schiff einfach mal hier rum. Wenn mir irgendwas bekannt vorkommt, dann kann ich ja wieder kehrt machen. Nein, das holen wir uns jetzt das nächste Mal im Boot wieder an. Vor allem Kratos hat aber einen ganz schönen Zinken im Gesicht, ey. Das, mein Guter, ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das werden wir herausfinden, wenn wir alle 8 haben. Wäre so mein Gedanke. Ich glaube, das war vorher unerreichbar. Das, was direkt vor uns jetzt liegt. Auf jeden Fall ein Body im Wasser, den nehmen wir noch mit, bevor wir wieder an der Küste ein bisschen lang machen. Genau so. Ja, über mir ist ein Rabe, das weiß ich. Oh ja, es bittet Bum Bum. Stone Falls. Ich muss es irgendwie runterbekommen, um die Kiste zu dingsen. Aber erstmal nehmen wir die Kiste mit.
So. Springen wir mal hier rüber. Ich brauche noch sowas wie bei Darksiders 2 der Death Grip. Sowas brauche ich noch. So, erstmal verprügeln hier. Was hast du denn hier noch gehabt? Okay, Kiste. Und jetzt gehen wir hier weiter. Da ich mir die Dinger. Also, wie gesagt, ich denke, man wird noch irgendwas bekommen, wo man sich die Sachen ranziehen kann. So mein Gedanke. Ah, hier sind wir. Ja, das kenne ich. Hier waren wir schon mal. Das war das, wo wir den Dude. So, dich haben wir auch. Hässliche Wesen, ey. Oh, mein Haxel. Schade. Ja, hier waren wir schon. Das haben wir schon abgeklappert. Hier ist noch eine Kiste, wo wir nicht ran können. Artifact Set Complete, das ist natürlich auch schön. Das komme ich ja nicht ran, oder? Komme ich da ran? Ich glaube nicht. Nee. Nee. Ich kann mir das leider noch nicht irgendwie ranziehen oder so. Das ist das, was ich jetzt gebrauchen würde. Das ist das Tor, das ist das. Das war vorher der Anleger. Knapp. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich bis hinkomme. Ja, das war vorher der Anleger. Ja, das kann ich, da kann ich noch nichts machen. Hier kann ich eine Kette runterschmeißen. Guck mal, ob ich hier schon mal war. Das hier kann ich was machen. Da bewegt sich das. Aha. So, kommen wir jetzt an die Kiste ran.
Das ist geil schon, oder? Deadly Grip of Fury. Successful X-Kills Grand. Dann machen wir zwar Defense miese. Den werden wir uns noch upgraden. Pristine Dust of the Realm, genau. Ja, den werden wir uns noch upgraden. Ach, die habe ich schon, okay. Und dann ist der bestimmt mega. Weil ich dann meinen Spartan Rage öfter einsetzen kann. Wir gehen jetzt mal ganz hoch. Irgendwo war doch noch ein Punkt, wo ich das gebrauchen könnte. Dachte ich. Warte mal, das ist ein anderes. Aber wir gehen trotzdem mal hier runter. Das bewegt sich so jetzt. Damit könnte ich bloß die Kiste freilegen, sonst nichts. Du siehst etwas da oben. Warte mal, ich kann das dort unten doch. Adrias, rück. Da. Was? Ach, Altreo ist echt jetzt. Komm her. So, Dankeschön. Und jetzt gehen wir mal hier hoch. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Und versuchen mal noch dieses Gewächs hier wegzubekommen. Okay. Da habe ich jetzt aber nicht den leisesten Schimmer, wie ich das kriegen soll. Weil ich die nicht an die Kristalle rankomme und sonst auch keine Möglichkeit. Ich habe nichts gesagt. Deswegen könnte man die auch so hoch machen. Was haben wir hier Feines? Frostage of Runic. Resistance of Frost Attack. Na, da haben wir das doch. Sehr, sehr schön. Jetzt müssen wir wieder runter zu unserer kleinen, zu einem Beachen. Dort wartet es schon. Das ist noch so ein Tropfen, der uns verstärkt. So ein Träne oder so ist es. Da drüben läuft euch schon einer rum. Aber wir holen uns erst den Tropfen. Müsste ich zuerst gucken, wie ich dort hinkomme.
Komm, steck ein, Junge. Boy! Lack permanently plus 2. Buri's Storeroom. Buri's Storeroom. Mhm. Okay, ich muss erstmal den Dude dort hinten niedermachen. Komm hier. Die Motherfucker. Mother Effer. Entschuldigung. Man darf nicht diese bösen Worte sagen. Ja, hier muss ich das runter machen, damit ich nämlich den Kappes sehen kann. Und da gucken wir uns hier nochmal ein Stück um. Das ist ein Boat Dog, aber da kommt man nicht allzu gut ran. Hier ist noch so eine schön verhüllte Kiste. Von der Seite gibt es ja keinen Strick, oder? Ich muss mal hier ein bisschen gucken. Ich muss von unten da dran. Da ist nämlich so ein bisschen Boom Boom. Ich wusste doch, ich habe da irgendwo sowas schön rot glitzerndes gesehen. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Jetzt können wir da nämlich irgendwie dran rumdrehen. Wahrscheinlich, dass wir uns da eine Passage frei machen. Um das zuzumachen und dann. Ja, dass wir da mit dem Boot ein bisschen hin und her segeln können. Geil, geil, geil. Wird man nämlich dort reinkommen. So. Ich habe das lieber so rum gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich dann ein Boot habe, wenn ich hier einfach hinlaufe und das zumache. Runter zum Boot, wieder auf die andere Seite und dann kann ich die drei Runen aktivieren. Ich finde die Rätsel eigentlich ganz gut gemacht.
Manchmal muss man ein bisschen überlegen, aber alles in allem sind die wirklich nicht zu schwer und God of War war ja noch nie ein Spiel, wo man eigentlich an den Rätseln verzweifelt ist. Ah, ich muss es eher als letztes machen. Weil die zwei. Ich muss erst das machen, dann ganz links und dann die Mitte. Hallo? Na, da wollen wir mal in den Storeroom gehen. Muss ich jetzt nochmal fighten? Nee. Ich will meine epische Belohnung haben. Ich nehme auch legendäre Belohnungen. Clave Storm. Throw the Leviathan Axe towards any nearby targets. Automatically seeking out, hitting and inflicting frost damage to any enemies caught in its path. Ja, gefällt mich. Kauf ich. So, und jetzt tun wir erstmal. Na, es juckt. Mir war eigentlich ganz recht, wenn hier noch irgendwo was rumliegt, rumsteht, wo ich meine Rage bisschen komplett auffüllen kann. Aber erstmal hier den Gang entlang gehen. Wer weiß, was hier noch auf mich wartet. Nichts. Ein Hauch von nichts. Aber immerhin, wir haben den Storeroom geklärt, denke ich. Und dort ist Money in the Water. Money, 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 money. Jason. Nee, hier brauchen wir eigentlich, denke ich, nicht lang. Es sind überall die Tropfen. Da brauche ich wieder dieses komische Ding. Ja, das kennen wir ja von Alpheim. So, was gibt's hier Feines? Ich muss irgendwas mit den aktivierten Dingern machen. Hier zum Beispiel diese Gruft zu öffnen, denke ich. Nur was ist die Frage? Da fehlt mir noch irgendwas.
Das war so nicht geplant. So, Kaletta, Kaletta. Ja, hier komme ich nicht weiter lang. Das habe ich schon fast erwartet. So viele von den Dingern hier, ey. Aber hier komme ich nicht weiter. Da fehlt mir noch irgendwas Skilliges. Und da machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, macht's gut und tschüss.